Hallo und herzlich willkommen seit langer, langer Zeit zu GTA Online. Hallöle. Und ich bin im Singleplayer. Geil! Ich bin genau in dem Moment, wo die Aufnahme begonnen hat, gestorben. Ah, toll, wieso bin ich denn jetzt im Singleplayer wieder? So, online, Freund beitreten, GTA Online spielen. Let's go! Es konnte eben keine kompatible Sitzung gefunden werden, deshalb wahrscheinlich. Passiert. Ja, ich bin auch noch im Singleplayer. Ich lade dich dann ein, das ist, geht schon. Wie machen wir das jetzt eigentlich mit GTA? Soll GTA jeden Tag kommen oder nur alle 2 Tage? Ach, alle 2 Tage Alle reicht, zwei sonst Tage lieber, gell? kriegen wir das sonst nicht auf die Reihe. Ja. Jedenfalls kommt GTA um 18:30 Uhr auf meinem Channel. Und in der Endcard könnt ihr noch. Ja. Ist der DreamTex noch verlinkt? Auch unten in der Videobeschreibung natürlich. Könnt ihr mal vorbeigucken. Ist zwar weniger Aktivität dabei wie bei mir, aber es ist was da. Eben, es sind ja noch ein paar Videos da, die ihr euch angucken könnt von Genau. früher. Ach ja. Ich fand den Typ gestern in der Bahn immer noch so geil. Schön. Die armen Deutschen. So, da bin ich. Wer ist denn alles da? Kenn ich den? Kenn ich den? Nein, Lester, jetzt nicht. So. Freunde. Ich habe keine Freunde. So, der Dreamtex-Spieleinladung gesendet. Mach mal schnell, ich krüppel gerade ab. So, Komm, have you komm. geschickt. Ja, ich habe sie gerade Wenn du bekommen. andere Leute angreifst und deren Besitz beschädigst, ändert sich dein Geisteszustand. Du erhältst RP, wenn du einem Spieler erledigst, den Soziopath oder höherst. Spiele mit einem höheren Ge Was? Geisteszustand-Level werden auf dem Radar mit Rot angezeigt. Oh, das sind ganz schön viele. So, ich habe überhaupt keine Ahnung, Ich denke, du hast nie Ahnung. Schlecht. wo ich bin. Ach so. Ich mache mal das Radio lieber aus. Aus. Hallo, aus. Toll. Was denn? Kannst du ja Radio nicht ausmachen. Doch, aber ich habe da einen Unfall gebaut. Oh, passiert. Ich müsste auch mal ins Internet und noch Geld überweisen. Ich habe nämlich 5.000 dabei. Ja, sollst du mal machen. Und was mir gerade auffällt, wir haben immer noch keine Dingens gegründet. Kein Clan. Ja, stimmt. Oh Mann, nicht husten, halt's Maul. Du hast zu wenig Geld, um deine Apartment-Nebenkosten zu bezahlen. Du wirst nicht in der Lage sein, deine Dusche zu benutzen oder Fernsehen, bis du wieder zahlen kannst. Geil. Geil, warum bin Sky, ich? Sky. Ja, ich bin pleite. Anscheinend. Habe ich gerade. Oh, ich habe noch 11 Dollar insgesamt. Was hast du gemacht? Keine Ahnung. Ich habe noch 130.000, aber es ist zwar auch nicht die Welt, aber egal. Ja, wo habe ich mein ganzes Geld hin? Ach, hier steht mein Fahrrad. Ach, stimmt, wir waren ja mit dem Dings. Ja, ich erinnere mich. Aua. Ich weiß gar nicht, was wir letzte Folge gemacht haben. Nee, das war schon nach der letzten Folge. Dann sind wir mit einem Kumpel von mir Fahrrad gefahren. Auf der U-Bahn. Unsere U-Bahn. Der den Jet hatte da. Kann ich mich nicht dran erinnern. Sollte mal den Controller unter den Tisch halten, sonst hört man den. So, ich komme mal zu dir. Ja, warte, ich muss noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren. No. Ah, wer ist das hinter mir? Ein Auto, Hilfe. Hey, ich bin friedlich. Ach, so, bist du. Aua! Fahr du mal vor, genau. Ey, nicht so schnell, ich am Fahrrad verkackte. Ey, du hast Gänge im Fahrrad. Spring mal drauf. Warte.
Bleib mal da stehen. Dann kann ich auch springen. Nein. Egal, kleine Beschleunigungs. Alter, der ist geil. Ich gehe mit dem. Den stelle ich mir in die Garage, der ist geil. Ich glaube, es geht nicht. Au. Och, Mano. So, wir müssten dann mal irgendwie eine Mission machen, dass du auch wieder an Kohle kommst. Ja, wäre ganz gut. BHNH hat das Spiel verlassen. Na, Mann, dieser BN. BH, verstehst du? Ha! Ja, Sky, ha. Sky. Nee. was haben wir denn hier? Einen komisch lackierten Dings? Dominator? Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier in meiner Garage alles stehen habe. Wir haben, keine Ahnung, wir haben monatelang nicht mehr gespielt, gell? Diesen Mercedes, oh, mein Pfälzer. Meine Motorräder. Ich fahre ein bisschen Motorrad. Ich will ein neues Motorrad, ich brauche Geld, ich will mir eine Crossmaschine holen. So, was haben wir denn hier alles stehen? So eine Art Kia-Verschnitt, den Lambo, Mercedes. Den kann ich immer noch nicht einordnen, den Wagen. Seti 1909, kannst du mir helfen? Wieso? Nee, kann ich nicht. So, der Dominator und dieser Kia-Verschnitt, ne? Hm. Mhm. Mit wem fahren wir? Den Walker lasse ich lieber mal stehen. Ich habe hier drei Autos, die haben dieselben Felgen und Farbe. Ich weiß noch diesen Mercedes. Nein, ich weiß noch diesen einfachen Wagen, mit dem wir einfach mal rumgekutscht sind. Ja. Ich nehme den Dominator wieder, meinen guten alten Freund. Suchst du einen Missy aus? So, fahren wir einfach zu irgendeiner. Ich will ein bisschen fahren. Fahren wir zu Mount Chiliad und gucken von da aus mal, oder? Jo. Wo bist denn du? Ich komme gerade aus der Garage raus. Ja, guck mal, ich kann was du nicht kannst. Hm? Jo. Ach, da vorne bist du schon. Wow! Alter. Du das Wahnsinns. Durch dieses, kam ja bei GTA neulich ein Grafik-Update. Echt? Ja. Also, hier merkt man es jetzt nicht. Wir fahren mal halt Richtung Autobahn, beziehungsweise durch die Berge. Da sollte man den Grafikunterschied leicht merken. Bei der Xbox 360 merkt man es auf alle Fälle. Da ist das Rendering definitiv besser geworden. Bei der PS3 anscheinend auch, aber bis jetzt merke ich davon nicht viel. Yeah, ich werde angerufen. Ich bin gleich wieder da. Ich hör's. Ja, da ist der Dreamtex mal kurz. Wow. Alter! Telefonieren beim Fahren, ich glaub's nicht. Wir warten mal kurz auf ihn. Okay. Unbekannte Nummer und irgendwas reingeschrien. Was? Ach, keine Ahnung, es war irgendein Mädchen. I don't know. Ach, geil. Knall sie doch. Nein. Ich weiß nicht, wer von euch vorgestern, gestern Fußball geguckt hat. Niederlande gegen Spanien, Alter. 5-1. Das war hart. Boah, Alter, die haben die so kastriert. Ja. Boah, ich habe gestern noch die erste Halbzeit von Australien gegen Chile geguckt. Wo bist du hin? Du warst doch eben noch hier. Ich bin oben auf dem Berg. Hey. Naja, was heißt Berg, also... Oh. Luftrennen, Bekämpfer aus der Luft. Spiele Marschetix-Bekämpfer in diesem Punkt-zu-Punkt-Rennen für Luftfahrzeuge. Du fährst wo? Ich komm, fahr dir daher. Uah! Du Posse. Huch, mir ist eine Tür abgeflogen. Ach nee, der Kotflügel ist weg. Auf, Jummi. Na mal los. Jetzt werden wir sehen, ob Motorrad oder Auto besser ist. Motorrad, du hast mehr PS auf weniger Gewicht. Ja, siehst immer. Wiederum habe ich mehr Grip durch die Räder. Ich habe mehr Räder als du. Trotzdem klappt es bei mir eigentlich ganz gut. Ah, komm schon. Ja, doch so leicht merkt man den Grafikunterschied, finde ich. So von der Schatten her.
Nö, finde ich gar nicht. Also ich merke keinen. Also ich finde, man merkt irgendwie auch so ein bisschen. Ist nicht viel, aber irgendwas ist anders. Ja. Jedenfalls, ah, oh, jetzt kommen hier die ganzen Landrennen und so bei mir reingerat. Ja, bei mir auch. Eieiei. Ei, ei. Ups. Vorsicht, dein Geisteszustand ändert sich. Andere Spieler bekommen mehr RP dafür, wenn sie dich umbringen. Was? Solange dein Geisteszustand Level hoch ist, du... Was? Das ging zu schnell jetzt. Tja. Wow. Was machst du denn? Fahren. Naja. Wo lang? Weiß ich nicht genau. Einfach mal irgendwie... Ah, scheiße, nein! Oh. Ah! Also ich hab's überlebt. Ah, Aus nein! Oh, ich hab eine Auszeichnung bekommen, Luftikus und Na, Crew komm, Rang 2. Komm. Okay, ich hab mein Auto verloren. Also, Scheiße. Oh. Bist bei mir drauf? Ah, kommst du über rüber auf die Straße? Weil da hoch komme ich nicht. Mist. Auch nicht geschafft? Nee. Ah, das ist, da schwimmt da. Scheiße. Okay, ich hab auch keinen mehr. Hey! Ich komme aber nicht mehr hoch. Ach doch, ich komme. Nein, nein, nein. Ach, schade. Ich bin oben. Hallo. Warum? Du hast angefangen. Ich wollte uns ein Auto aufhalten, du Idiot. Ach so. Du bist jetzt so ein Idiot. Ich ruf mal meinen Mechaniker an. Du Held. Egal, immerhin habe ich die Fahndungssterne jetzt so. Oh, geil, was steht denn hier? Nice! Was ist das hier eigentlich? Irgendwie ein Denkmal? Ich habe irgendwie so eine Art VW-Verschnitt. Ich habe einen Jeep. Oh, hier steht noch ein Auto rum. Ich hole mir den auch, den du hast. Gott, Musik! So. Aber irgendwie ist es... Warte, ich mache mal in den Optionen die Musik leiser, dann kann man leicht Musik hören und die GEMA hört's nicht. Beeil dich, aber ich habe einen Stern. So, Audio, Gesamtlautstärke bleibt Musiklautstärke. Drehen wir mal runter. Alles. So. Ich denke, das war ein neues Auto für Polizei. Oh, wer labert denn jetzt hier? Ich hol mal zum Eisenbomber. Wow. Hallo. Wir machen synchronen Seitenfahren. Ja, nur dass die Polizei mich ärgern will. Oh, fuck. Okay, ich komme zum Auto. Ah, hör auf zu labern. Ja, genau. Hör du doch auf zu labern. Fuck dir ja so ab. Wer ist das überhaupt? Okay. Entweder ist das ein sehr junger Junge oder ein Mädchen. Aber wer könnte das sein? Ein sehr junger Junge. Ich glaube, hier ein Junge, weil hier ist kein Mädchenname in der Lobby. Ja, ist ein Junge. Ja, als die Person. Wo bist du denn? Komme. Ich habe noch einen Stunt hingelegt. Ach, wie geil. Schau mal hinten. Warte, da ist die Polizei. Oh, fuck. Fahr hoch auf den Berg, da finden die dich nicht. Ach, die kriegen mich so oder so nicht. Ui, da ist noch jemand. Nein, nicht ein Fluss. Mein Auto ist noch gerettet. Ah, Hilfe. Die Bullen. Nein. Ja, das ist nice. Fährst du denn hin? Weg vor der Polizei. Ah, tut mir leid, wenn der hier gerade die ganze Zeit in die Lobby labert. Er schalten doch einfach auf stumm. Geht nicht. Doch. Du musst einfach auf Spieler und dann stumm stellen. This is super nice, doch. Wer ist das? Einfach alle auf stumm und dann kann es ja niemand mehr sein. Huch, was? Oh, da ist die Polizei. Der ist das.
Ach man. Moment. Ah, geh mir nicht auf den Sack. 30.000 Euro. Was machst du da? Ich verschiebe dich, ich raume dich ein bisschen. So. Oh, voll gegen Jeep. So, jetzt lass mal irgendwie eine Mission machen. Alter! Aua. Du läufst direkt vors Auto. Du bist nicht angefahren. Wenn ich jetzt abdrück, bist du tot, gell? Passiert. Ups. Wir können. Aber wo? Was machen wir jetzt? Egal. Gesundheit. Ah. Fahren wir rechts. Noch kein Fluss. Oh, ich bin über den Fluss gesprungen. Hey, ich habe eine Mission gefunden. Aber die habe ich schon gemacht. Ich auch, aber ist doch egal. Ich bin da gerade. Was ist denn das? Ein Rennen. Du hast nicht genug Geld, vergiss es. Ich habe nicht genug Geld. Toll, hättest du das nicht früher sagen können? Hast du dein Auto versenkt? Ja. Tja, im Gegensatz zu dir ist mein Auto drüber gesprungen. Ah, Nase. Oh, ist der kleine. Oh, oh. Toll. Okay, wo fahren wir hin? Ich weiß nicht, ich hole mir erstmal ein Auto und dann holen wir uns irgendwie die Mission, keine Ahnung. Ah. Aua. Hab das Gefühl, mein Auto macht nicht mehr so lange. So, wie lange geht die Folge eigentlich schon? Ah, so lange. Okay, wir machen mal weiter in der nächsten Folge. Entschuldigung, dass nicht viel passiert ist. Das wird sich nächste Folge ändern. Ich denke, ja, ich hoffe. Und dann mal schauen, wie es weitergeht hier bei GTA Online. Adios.